Ja, einen wunderschönen guten Abend noch. Zur später Stunde gibt es natürlich nochmal ein Video. Giants hat nämlich ganz knossig zwei geile neue Traktoren rausgeballert von JD, also von John Deere. Und Oxygen David hat die Sweet Future Farm, die es ja im 19er schon gab. Aber da haben sich ja tausende, was war das denn? Tausende Leute dran versucht. Und jetzt hat Oxygen David gesagt, jo, ich baue die Karte mal um und mach die mal veröffentlichen im 22er. So sieht das Ganze aus. Wir rennen hier mal, ich gehe mal hier kurz auf die Karte. Hier, guckt. So hat er das gemacht. Früher war das ja so, dass hier der Hof war. Hier war so ein Schweinegelände. Hier unten war so Pillepalle. Und dann ging das hier oben in eine Kunstwelt. Finde ich sau interessant. Also die Fotos versprechen schon mal richtig viel. Also positiv. Und ja, er hat das jetzt umgebaut. Und das heißt, wir schauen uns das Ganze mal an. Oh, Henry. Die Gebäude sind ja eigentlich. Jo, Geräusche sind gut. Schön. Hier haben wir eine Werkstatt. Gefällt mir sehr gut. Da kann man nicht rein, das ist Deko. Ja, gefällt mir richtig gut die Karte. Also so auf den ersten Eindruck, Fotos, was ich gesehen habe, ne, ob das jetzt natürlich so bleibt, das werden wir jetzt im Laufe der Aufnahme sehen. Ja, schön. Mach mal auf hier. Ein bisschen länger dauert das Video, also keine Panik. Hat er das Lichtfunktionskram hier reingemacht? Ne, leider nicht. Schade, schade, schade. Ja, man sieht schon, den geilen Fendt Cantana hat man hier. Das ist richtig geil. Hier ist Tank, Silagebeine sind überall gelagert. Dann hat man hier so kleine Ställe und Strohlager und diverse Sachen. Also es ist Reizüberflutung pur. Grafik ist Hammer. Ob es jetzt auf der Konsole ist, weiß nicht. Ich bin auf dem PC. Hier sind Silagebunker, gefällt mir auch sehr gut. Hier hatten wir ein Heulager gehabt früher. Aber kein Heu mehr, ne? Hier muss ich mal gucken. Wird gar nicht angezeigt. Komme ich hier rein? Auf jeden Fall ein Lager. Aber da ist ein Kran zwischen. Ist das doch ein Beinlager? Also mal eher Deko. Egal. Dann haben wir hier natürlich Schweine und Kühe und diverse Tiere. Sehr schön gemacht hier, wie ihr seht. Ich mach mal die HUD ganz kurz an. Ich weiß nicht, ob er irgendwas ausblendet. Aber guckt euch das an. Da sind der Ställe. Also mal gucken, wo das denn hier das sieht optisch, guckt euch das an, auch auf entfernten Häusern. Das hat er richtig geil gemacht. Also da hat der genau der Richtige sich die Karte angeeignet. Ne? Bei Oxygen Level bei Carmsen Farm war mega, ne? Was haben wir denn hier? Schweine. Ach, das ist aber hübsch. Guck mal, das wäre doch mal wieder ein Grund. Also für alle, die jetzt fragen, für jeden zu haben, ja, natürlich. Auch für PlayStation 4 und so. Also die werden wir auf jeden Fall anreißen. Weil ich habe ja immer die ganze Zeit eine zweite Karte gesucht. Und so auf den ersten Eindruck feiere ich das jetzt gerade. Hier schön Wasser. Das gute Wasser. Brücke. Dann kommen wir hier rüber. Hier ist Heulager. Okay. Geil. Hier sind schon wieder Tiere. Ich denke mal Kühe oder so, ne? Wir gucken, Misthaufen ist gleich da. Schafe. Korrigiere, Schafe, aber das ist die Weide mit Schafen, ne? Oh, die können da rüber gehen und runter. Aber das ist nicht der Stall hier. Das hier sind Schweine. Hinten sind. Oh, jetzt muss ich erstmal hier durchtillern hier. Das sind Kühe. Ja. Hammergeil. Hammergeil. Ja, muss ich mal ganz kurz ins Baumenü. Also hier war ja die Bahnstrecke, aber dann die Deko war sonst immer so kacke. Aber guck mal hier, oh. Hier ist Lager, Halle, hier steht der Mähdrescher. Dann guckt euch das kleine Dorf hier an. Dann hat er hier drüben weitergebaut. Auch alles dorftechnisch reingeknullt. Im 19er gab es das nicht, deswegen sage ich das extra. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Guckt euch mal hier an, wenn man hier so guckt. Mit den Straßen alles. Hat er gut gemacht. Gucken wir mal hier auf der Hauptstraße an den Double-Schienen vorbei. Hier sind die Felder. Die gab es früher immer nur so
spontanisch hingezeichnet, keine Wege oder so. Jetzt hat er es diesmal gemacht. Was haben wir hier hinten? Hier sind noch Lagerhallen, ist aber nur Deko. Hier ist Deko Stadt. Hier haben wir Silo Verkauf. Wo kommen wir hier hin? Hier ist der Shop. Aber hier, da hat man auch noch die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen. Hier haben wir Reithof, Reithalle. Mal hier. Da müssen wir ja gleich mal reingeiern, ne? Guck mal hier. Wie sage ich immer so schön? Hübschi, hübschi, hübschi. Das Ding ist, hier haben wir eine BGA mit Tierverkauf. Haben wir hier hinten. Hier sind es irgendwelche Verkaufspunkte. Dann noch mal ein bisschen landschaftlich. Und dann wieder, aber auch wenn das außerhalb ist. Ja, das sind so die Sachen, so dekotechnisch. Und ihr wolltet ja eine deutsche Karte und es ist in Anführungsstrichen, ja, Schweiz, ich weiß, aber ihr wisst, wie ich meine, vom Charme. Nun ist es da. Habe ich aber echt, bin ich ganz ehrlich zu euch, nicht auf der Liste gehabt. Ich wusste, dass Oxygen David eine Karte macht, aber ich bin jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das Sweet Charm ist. Also bin ich ganz ehrlich zu euch, da bin ich jetzt selber extrem überrascht. Und wie gesagt, ja gut, Felder sind natürlich nicht gerade klein. Aber ihr habt auch unglaublich viel zu tun hier, ne? Guckt euch das mal an hier mit den ganzen. Sieht so geil aus hier mit dem Fluss und dann mit den Feldern. Stelle die Wege. Er hat sich natürlich wieder richtig Mühe gegeben. Hammergeil. Guckt euch das an hier. Schön Kirche. Schönes kleines Dörfchen da. Hier kommt hier in die kleine City reingefahren. Hier könnt ihr auch noch fahren. Bis. Keine Ahnung, ach, hier könnt ihr komplett fahren, okay. Hier geht's zu fahren, 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 fahren. Dann geht das hier zu den Feldern. Da ist dann abgesperrt, seht ihr? Das heißt, das geht hier irgendwo vorne, müsste dann eine Sperre sein. Keine Ahnung. Ist aber auch eigentlich Schnuppe. Wir sind wieso außerhalb hier, aber. Also es gab hier in der Sweet Farm früher sowas wie Reis und solche Anbauten. Mal sehen, ob das noch drin ist. Das glaube ich zwar jetzt nicht. Aber die Optik gefällt mir richtig gut. Oder? Das hat er gut gemacht. Also wenn ich überlege, im letzten Stadium, im LS19 war die Karte ulala. Im ersten Stadium kein Kommentar. Juhu, Waltra. Ja, im ersten Stadion kein Kommentar, beim zweiten Stadion, aber das jetzt, was David jetzt hier gemacht hat, das ist hart. Das feiere ich, nicht ganz ehrlich. Slots kann ich euch nicht sagen und Konsole wird es aber laufen. Guckt ihr mal, wie viele Maschinen man hier hat. Alter, die Waldfee. Aber alles vom Feinsten, ne? Da kann man richtig mit rumrühren. Eieiei. Was aber noch zu zeigen ist, es hat ja Giants die beiden Farmscom JDs rausgebracht. Hier, die beiden. Das ist der 94, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Eigentlich gab es ja in Anführungsstrichen so einen schon. Aber guckt euch das an. Die KT draußen oder habe ich jetzt einen Knopf im Auge? Ja, der ist nicht mehr drin. Vitas. Richtig breit geht gar nicht, ne? Aber ist egal. Wir lassen jetzt mal auf Conti Design. Was heißt das? Dach auf? Ne? Schade. Nur Dach. Frontlader gibt's. JD. Sehr schön. Und Motor bis 120 PS. Ich miete den mal. Und dann, not by Lisa. Guckt euch das an. Das ist geil. Er zwar vorne auch wieder kein Dreipunkt, aber es ist halt ein Oldtimer und ihr wolltet Oldtimer. Feier ich. 50 PS ist natürlich echt mager. Aber damit kann man leben. Wir mieten uns auch den mal. Problem ist, jetzt müssen wir ja durch die ganzen Traktoren durch. Aber guckt euch das an. Ist das geil, oder? Kann man lagern und rumrühren und machen und tun. Ach, ist das geil. Aber wir sind ja für die da. Ja, 5115M. Hören wir doch mal.
Das ist irgendwie neu von drinne. Hier mit Kupplungsblick. Okay, für die Leute, die mal sagen bei mir, man sitzt in der Traktor immer so tief, hier sitzt man definitiv höher. Also realistischer. Ein bisschen an wie eine S-Bahn. Und Lenkung ist nicht so wie beim anderen. Aber positiv, ich also finde ich schön. Ich mag ja diese kleinen Traktoren. Echt hübsch, oder? Gefällt mir richtig gut. Ja, auf den hier bin ich jetzt gespannt, ne? Das ist schon wieder hart geil. 710er, 50 PS, Grafik, ja, ihr wisst das ja, Giants Grafik liebe ich ja. Oh, wobei da unter ist ein bisschen pixelig, aber scheiß die Wand an. Ich weiß gar nicht, ob sie früher Halogen-Scheinwerfer hatten. Zweifelig. Hübsch, oder? Die beiden kleinen. Ja, ich kann mir auch ein bisschen rüberstellen hier, ne? Aber der kleine gefällt mir, 120 PS, also gefällt mir richtig gut. Gut, dass man jetzt keine Reitreifen mehr hat oder irgendwas, das feiere ich komischerweise jetzt nicht so. Aber... super geil. Geile Karte von Oxygen David. Mega geil. Geile Traktoren von Giants selber. Mega geil. Also, feiere ich total. Karte ist auf jeden Fall und auch die Traktoren für PlayStation 4, Xbox habe ich gesehen. Also für alle, um die Frage zu beantworten. Ladet sie euch lieber runter, ihr wisst ja, ne? Die von Oxygen David werde ich mir die Switch farm. Ja, entweder reißen wir die auf der Konsole an oder PC. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Aber, ja, weil ich spiele nicht mit 1000 Mods. Feier ich, finde ich geil. Finde ich richtig geil. Na gut. Lasst ein Like auf jeden Fall da. Oder ein Abo, wie ihr gerne möchtet. Auf jeden Fall runterladen die Karte. Ich finde sie selber sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Deutscher Charme ist was Schweiz, ich weiß. Aber deutscher Charme plus die ganzen Hofgebäude mit den ganzen Futures, die man hat. Und wenn da jetzt keine Kollisionsprobleme sind, das kriegen wir natürlich erst im Gameplay mit oder beziehungsweise im Live. Ja. Werde ich auf jeden Fall anspielen. Habe ich Bock drauf. Gefällt mir gut. So, der erste Eindruck ist schon mal touchy, ne? Gefällt mir gut. Ja, auf jeden Fall Dankeschön David und Dankeschön Giants. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen, weil das Video kommt jetzt am 21. Wir sehen uns morgen am 22. und werden die Karte mal anreißen und natürlich die Traktoren testen. Bis dann. Ciao, ciao.